der letzten Folge war ich ja bei Net-a-Porter und habe mich da mit Lisa unterhalten, auf was man alles achten muss, wenn man eine Kooperation eingeht. Also wenn man quasi sein Talent zu Geld macht. Heute geht es um ein weiteres wichtiges Thema, nämlich Networken. Und das macht man am besten auf Events. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, da ich heute auf das Funfair-Event gehe. Das ist ein Charity-Event, gehostet von Natalia Vodjanova und Carly Kloss. Und es ist ein besonderes Event, weil es eben diesen sozialen Hintergrund hat, bei dem verschiedene bekannte Persönlichkeiten zusammenkommen, um für einen gemeinnützigen Zweck Geld zu sammeln. Und da stehe ich doch sehr gerne dahinter. Nee, klar, es ist absolut wichtig, zu einem Event frisch auszusehen oder dem Anlass entsprechend. Und dadurch, dass ich mich privat eher weniger schminke und style, freue ich mich heute, von Charlotte Tilbury persönlich gestylt zu werden für dieses Event. Charlotte Tilbury ist Make-up-Artist der Stars und hat beispielsweise auch schon Cindy Crawford, Natalie Portman oder Kate Moss gestylt. Und jetzt, na klar, natürlich auch mich. Wie hat sie das geschafft? Thank you for coming. Thank you so much for having me. Your name is kind of a term properly in a dictionary. How did you start your career? I started my career really at boarding school when I kind of was that's when I sort of conceived the idea of having my brand. I went on to assist Mary Greenwell, who's that amazing makeup artist, and then sort of working with Mario Testino, Matt Marcus, Kate Moss, those are kind of amazing models and fashion designers in London, Paris, New York, Milan, doing all the runway shows. So you say like network is like the huge thing, right? Is it the key for success? Talent is number one. And then obviously, and then, you know, once you're talented, obviously it's kind of great. If you've got a great personality, if people want to be around you, if you're exciting and fun, and you've got good ideas, then it's a whole package, I think, that kind of goes with it. So, you know, you've always got to be charming, humble. I think people want to work with people who are constantly bringing something to the table in terms of creativity. Is there one person in particular you haven't been working with yet and who you would like to? The Queen of England. Queen of England. She's like a huge icon of mine. I just think she's amazing. I think she's so, you know, the longest running monarch we've ever had. She's a woman. She's, you know, it's just incredible. And it's also quite funny. I mean, you coming from the business side of a makeup artist. Yeah. But yourself, you have like over a million followers. On Instagram, are the bigger influencer. I should just go or something. Rubbish. No, but how does that change for you? I come from the old school in terms of being an expert in that space, but I love the fact that I can speak to an audience. You can express and you can kind of, you know, extend the dialogue of why you created a certain look. So many people would say to me all the time, how did you get that look that you did on the cover of Vanity Fair and Miss Ashley's, or that cover of Vogue, or that campaign that you did for Louis Vuitton, or whatever it was? And I could never kind of get to them, whereas now I can explain to them, this is how to get the look. What are we doing for tonight's look? I think a red lip is just such a kind of, it's instant glamour, it's chic, it's cool, it's timeless. I thought, darling, because that's what you need, darling, that's what you've got to have. Love it. Wow, dass ich mal von Charlotte Tilbury höchstpersönlich geschminkt werde, hätte ich mir nicht vorstellen können. Und obwohl ich schon oft gestylt wurde, fühlte sich diesmal echt ganz besonders an. Wow. It's such a good color, isn't it? That's what I love. You don't need much. No. You know what I mean? Like, but it's so much glamour with it. Okay. Thank you so much. Darling. Oh my God. Well, how much fun. I really love it. And I will have a lot of fun at the event. I can't wait to come and hang out with you in Hamburg. Yes. Please, move in with me. Von Charlotte habe ich lernen können, dass Networken zwar wichtig ist und einem weiterhelfen kann, aber ihrer Meinung nach kommt es eigentlich auf das Können seines Berufes an. Ich möchte herausfinden, ob andere auch der gleichen Meinung wie Charlotte sind und werde mich auf dem Event mit der brasilianischen Bloggerin und Vogue Brazil Beauty Editor Vic Seridono treffen. Aber erst einmal, let the fun begin! Event ist eine wahnsinnig beeindruckende Location, bei der man sich irgendwie wieder fühlt, als wäre man 12. Überall sind verschiedene Stände, bei denen man für einen guten Zweck spielen und Spaß haben kann. Die Veranstaltung wird gehostet von Natalia Vodjanova und Carly Kloss und ich finde es echt super, dass sie ihre Bekanntheit und Reichweite hierfür nutzen. So eine Art von Event ist auch ein perfekter Ort zum Networken. Mit Leuten einfach und ungezwungen ins Gespräch zu kommen und auf einmal steht man eben neben Liv Taylor und Arizona Moose und unterhält sich über Gott und die Welt. Und jetzt frage ich Vic, was sie von dem Ganzen hält. In general, events as a blogger are very important. How did
your network helped you to become successful in your job? I think network is the most important thing in any job, and it takes time to build it, so you cannot be anxious because nothing happens overnight. I think it's something that you have to build with honesty and with your heart, because then you really build a network. I think it's really important. Genauso wie Vic glaube ich nämlich, dass Networking ein absolut essentieller Punkt beim Erfolg ist und dass man über gute Gespräche viel weiterentwickeln kann. Natürlich darf das Können beim Berufsleben nicht fehlen, aber es steht dem Connecten in der Relevanz eben nicht nach. Bei solchen Events ist es wichtig, dass man professionell auftritt. Aber natürlich darf und soll man vor allem auch Spaß haben. Oft steht dahinter ja eben eine Marke, die sich repräsentieren und somit seine Gäste an sich binden möchte. Und wenn es nur durch eine gute Erinnerung ist. Sowas nennt man Imageaufbau. Wichtig ist aber mir zum Beispiel, dass man am Ende seine Grenzen kennt. Denn wir Blogger sind zum Repräsentieren da und nicht unbedingt, um endlos Party zu feiern. Deshalb bin ich schon gemütlich im Bett und mache die Augen zu. Ich schlaf jetzt. Gute Nacht.